Hallo und willkommen bei einer weiteren Vorschau. Heute geht es um ein besonderes Fate-Spiel, beziehungsweise Musou-Spiel. Das könnt ihr euch aussuchen. Denn in Fate Samurai Remnant trifft das große Fate-Franchise von Type Moon auf die bekannte Spielart von Omega Force. Omega Force ist für unzählige Ableger bekannt, wie Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, One Piece Pirate Warriors, Dragon Quest Heroes oder Persona 5 Strikers, was mir persönlich gut gefallen hat und auch schon nicht nur reines Massenwegschlachten war. Die Fate-Reihe hingegen entsprang der japanischen Doujinshi- und Eroge-Ära. Die Firma Type Moon produzierte früher auf Messen, also hauptsächlich Visual Novels mit Inhalten für Erwachsene, um es mal vorsichtig zu sagen. Schnell wurden die Werke, die hauptsächlich von Illustrator Takashi Takeuchi angefertigt wurden und dem Schreiber Kinoko Nasu, der auch bei diesem Spiel beteiligt war, zum Kult. Und Fate Stay Night wurde zu dem ersten kommerziellen Erfolg. Ich habe die Reihe zugegebenermaßen erst mit Fate Stay Night, mit dem Anime angefangen, der auch keine anstößigen Inhalte mehr hatte. Und dann endete die Reihe bei mir mit Fate Zero, einem weiteren Anime. Ich weiß aber, dass es mittlerweile unzählige Spiele, vor allem Visual Novels und auch ein paar Handygames zu der Reihe gibt. Ich habe auch in ein paar animierte Spin-offs reingeschaut, aber mit denen wurde ich persönlich nie richtig warm. Zuletzt erschien Fate Grand Order, First Order, ein TV-Special zu dem Smartphone-Rollenspiel, was am 31. September 2016 veröffentlicht wurde. Geschichte. Die Fate-Reihe hat eine sehr interessante Prämisse, die an Game of Thrones erinnert. Es geht immer um einen Wettkampf um den Heiligen Gral, an dem 7 menschliche SpielerInnen teilnehmen. Wer am Spiel teilnimmt, bekommt einen Diener, einen Servant, mit besonderen Kräften zugeordnet. Interessanterweise orientieren sich diese Servants, also Diener, an Rollenspielarchetypen, zum Beispiel Saber, Archer, Berserker, Caster und so weiter. Das kommt euch sicherlich bekannt vor. So ist das auch bei Fate Samurai Remnant. Nur spielt der Krieg um diesen heiligen Gral hier in der alten japanischen Edo-Zeit. Das Spiel erscheint übrigens für PlayStation 4, 5 und PC. Ein Season Pass und schon 3 DLCs wurden bereits angekündigt. Wie gesagt, es geht um das Spiel um den Heiligen Gral, hier als Waxing Moon Ritual bekannt. Bei Fate Samurai befinden wir uns also, naja, wie der Name schon sagt, im Jahr 1651, dem 4. Jahr der Keian-Ära. Es gibt ganz viele Samurai in dieser Welt. Das Edo-Shogunat wurde aber sehr brutal hervorgerufen und das hat Spuren hinterlassen. Miyamoto Yori, ein junger Mann und Ronin aus Asakusa, ist auf der Flucht und trifft in einer brenzlichen Situation auf einen Diener, mit dem er zufällig einen Pakt eingeht. Saber kämpft also nun an Yoris Seite. Beide versuchen ihre Position in diesem blutgetränkten Spiel zu finden. Ständig treffen sie dabei auf Konkurrenten und sogar andere Gegner. Aber vielleicht können sie auch Pakte eingehen und Verbündete finden, um strategisch vorzugehen. Allerdings kann es am Ende immer nur ein Paar geben, das gewinnt. Der Sieger darf einen Wunsch äußern, der in diesem Ritual erfüllt werden soll. Das Besondere an diesen Dienern sind nicht nur die Archetypen, sondern auch, dass es sich hierbei immer um historische Figuren handelt. Man wird zu einem unsterblichen Geschöpf und kann so, selbst wenn man tot ist, wieder zurück ins Reich der Lebenden kommen als Archetyp. Dafür muss man irgendwas in der Welt schaffen, was besonders ist. Zum Beispiel Leute wie Einstein oder Jeanne d'Arc oder Caesar könnten solche Persönlichkeiten sein, die als Servants in diesem Spiel wieder auftauchen. Das macht das Ganze natürlich echt spannend. Aber spannend ist auch, dass es hier in der Edo-Periode stattfindet. Das ist halt echt cool und historisch auch sehr interessant zu gucken, wer da irgendwie vorkommt und wie akkurat das dargestellt wird. Und es gibt noch eine weitere besondere Sache, und zwar kann der menschliche Herrscher dem Diener genau 3-mal Befehle geben, die diese Person ausführen muss. Saber kann sich zum Beispiel nicht weigern, wenn Yori Saber befiehlt, eine bestimmte Person umzubringen. Das kann Yori 3-mal machen. Danach ist sein Siegel aufgebraucht. Was danach passiert, ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Und wenn es klar ist, will ich euch nicht spoilern. Gameplay. Zunächst einmal ist sehr wichtig zu wissen, dass ihr 3 Schwierigkeitsstufen habt, die ihr euch hier aussuchen könnt. Einfach, mittel und schwer. Dann geht es schon los mit der Geschichte. Die Geschichte ist immer so ein bisschen eine Mischung aus Erzählung und Kampf. Der Kampf findet in Echtzeit statt und erinnert natürlich stark an die anderen Omega-Force-Spiele. Allerdings würde ich nicht sagen, dass es ein reines Musou-Gameplay ist. Es geht auch nicht darum, Gebiete zu erobern, zumindest nicht
direkt, dazu kommen wir gleich noch. Manchmal trifft man schon auf Gegnerwellen und dann muss man die auch recht kopflos alle zerstören, um weiterzukommen. Es gibt auch Bosskämpfe, die werden dann ein bisschen anspruchsvoller, aber auch das kennt man ja aus den Warrior-Spielen. Es gibt aber auch teilweise Passagen, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt einfach nur ein reines Action-Kampfsystem. Jeder Charakter, sowohl Saber als auch Yori, haben ihre eigenen Fähigkeiten. Yori hat besondere Juwelen mit magischen Fähigkeiten, die sich je nach Element unterscheiden. Am Anfang hat er Feuerkristalle, die er einsetzen kann. Immer wenn er Gegner besiegt, bekommt er diese Feuerkristalle zurück und kann dann immer wieder weitere Attacken ausführen. Diese Kristalle gehen kaputt nach jedem Einsatz. Saber hingegen hat ein paar mehr Fähigkeiten. Saber ist ja auch der Diener, der besonders stark ist. Das heißt, die menschliche Figur ist immer ein bisschen schwächer als der Diener. Das wird besonders dann relevant, wenn man gegen andere Gegner aus diesem Ritual spielt, denn da gilt genau das Gleiche. Manchmal trifft man auf Mitbewerber und deren Diener sind dann natürlich besonders stark. Aber manchmal muss man halt aufpassen, weil die Menschen, also die Herrscher von diesen Dienern, sind vielleicht schwächer. Und dann muss man so ein bisschen überlegen, wen man zuerst ausschaltet. Und diese Kämpfe gegen andere in diesem Ritualspiel, die waren schon nicht ohne. Und die haben sich auch ein bisschen anders angefühlt als normale Warrior Games. Was sich auch anders anfühlt, ist die Progression der Geschichte. Denn es fühlt sich eher an wie ein Rollenspiel. Man hat Areale, die man frei begehen kann. Man hat ganz viele Quests, Hauptquests und Nebenquests. Man kann das Gebiet ganz frei erkunden. Und wenn es weitergeht, kommt eben eine Story-Sequenz. Visual Novel-Elemente, man kann Entscheidungen treffen, man kann Gespräche eingehen. Es gibt auch eine Weltkarte. Und es gibt Bulleting Boards mit Nebenmissionen. Saber und Yori haben jeweils auch einen getrennten Fähigkeitenbaum, der die Kämpfe für beide ein bisschen entspannter macht oder abwechslungsreicher. Außerdem gibt es für Saber noch einen Memento-Ring, der zusätzliche Fähigkeiten im Laufe der Geschichte freischaltet. Und für Samurai ist noch eine Sache ziemlich wichtig und das sind die Schwerter. Nicht nur die Zaubersprüche, sondern auch die Schwerter wollen gepflegt werden. Dafür gibt es ein kleines Minispiel, wo man sein Schwert in einem Quicktime-Event säubern muss. Aber man kann dieses Schwert auch ausrüsten mit den sogenannten Mountings. Man kann den Griff zum Beispiel oder diesen Ring drumherum und Amulette verändern. Und diese Änderung sieht man dann auch im Spiel bzw. auf den 3D-Modellen von dem Schwert. Das ist eigentlich ganz cool. So, und dann gibt es noch ein großes Gameplay-Element, das sehr, sehr stark an Musou erinnert, also an die klassischen Dynasty Warriors-Teile. Dieser Punkt kommt aber eher später in der Vorschau und er nimmt auch nicht so viel Platz ein. Also ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass ich ein Warrior-Spiel spiele, sondern dass ich ein eigenständiges Projekt spiele. Diese Aktion ist die Leyline und da gibt es eine besondere Energie, die da langfließt. Das Spiel spielt so ein bisschen damit, dass es eine menschliche Welt gibt und so eine spirituelle Welt. Und diese spirituelle Welt beinhaltet viele verschiedene Arten von Monster, die eben erst auftauchen, seit Yori den Pakt mit Saber hat. Und diese spirituelle Energie hat sozusagen eine zweite Weltkarte über der normalen menschlichen Weltkarte. Diese Weltkarte beinhaltet verschiedene Punkte, die man erobern muss. Und das kennen wir sehr gut. Wenn man es schafft, bestimmte Knotenpunkte zu erobern und bestimmte Gegner zu besiegen, erhält man eine besondere Art von Energie. Diese Energie macht Yori und Saber stärker und befreit bestimmte Gebiete von den Gegnern. Manche Knotenpunkte haben besondere Herausforderungen, andere Knotenpunkte sind ganz klassische Warrior-Wellen, die man einfach nur wegmetzeln muss. Diese heißen Spirit Front Conflicts. Manchmal gibt es auch Kämpfe mit Zeitlimit. Weitere Besonderheiten. Also, mir sind innerhalb der Vorschau ziemlich viele Sachen aufgefallen, die ich nicht so ganz zuordnen konnte, deswegen habe ich diesen Punkt gemacht. Zum Beispiel wäre da die Musik, die meiner Meinung nach extrem gut in diese Epoche passt und die ich von diesem Spiel überhaupt nicht erwartet hätte. Wer die Fate-Reihe kennt, wird sich auf Gilgamesh freuen. Er ist nämlich der Händler in diesem Spiel und er wirkt auch durch die ganze Reihe ein bisschen wie ein Easter Egg. Ich will euch aber nicht spoilern.
In der Vorschau habe ich bereits die Städte Ueno, Suidobashi, Torikoe Shrine, Asakusa, Yoshiwara, Okachimachi und Kenda bereits gesehen. Das heißt, ich habe bereits in den ersten Stunden schon ziemlich viel von Tokio gesehen, also von dem früheren Tokio, was verschiedene Stadtteile waren. Ich muss sagen, diese Orte sind total gut und schön inszeniert und haben einfach ein sehr, sehr authentisches Feeling. Und es kommt auch noch dazu, dass man immer in einem, der Rhythmus von Tag und Nacht ändert sich nicht so, wie man das zum Beispiel von Persona kennt oder so. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie die sozialen Verbindungen managen muss oder sich die Zeit komplett frei gestalten kann. Also man kann schon viel erkunden und frei gestalten in diesem Spiel. Aber es ist ja schon so, dass es einer Geschichte folgt. Und diese Geschichte spielt dann manchmal tagsüber und manchmal nachts. Und das ist auch ganz schön, diese Orte in verschiedenen Belichtungen zu sehen. Ich muss auch sagen, das Spiel ist generell optisch sehr, sehr schön in meiner Version auf dem PC übrigens. Ist das Spiel aber leider zweimal abgestürzt. Apropos PC, ich muss auch sagen, meine Maus- und Tastatursteuerung war gar nicht gut. Also ich fand die Tastenbelegung einfach sehr schlecht. Das kann man ja aber justieren. Ich würde trotzdem empfehlen, immer mit dem Gamepad zu spielen. Das war definitiv angenehmer. Und was ich leider auch noch als negativen Punkt anmerken muss, es gibt gar keine deutschen Texte. Das ist bei Koei Tecmo leider gar nicht so ungewöhnlich. Dafür muss ich anmerken, dass das Spiel generell sehr viel, sehr gut leistet. Ich habe gerade schon gesagt, ich finde die Grafik wirklich schön. Und die Ladezeiten sind extrem gut. Ich bin gespannt, wie das auf der Switch ist, weil das Spiel auch auf der Switch erscheint. Ich kann mir vorstellen, dass Fate Samurai auf der Switch Probleme haben könnte. Wobei, bei Koei Tecmo läuft das eigentlich schon immer ganz gut. Hier bin ich mir nur nicht sicher, weil es halt zweimal schon abgestürzt ist. Was aber richtig cool ist, war die Animation des Openings und generell das Opening. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Ingame-Animationen sind auch schön. Also man hat diese normalen Gespräche im Spiel und dann hat man nochmal animierte Szenen, wenn etwas Besonderes passiert. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass diese Filmszenen auch von dem gleichen Animationsstudio gemacht worden wären wie das Opening. Das war ein bisschen schade. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich finde, es ist insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich habe ein riesiges Problem mit der Fate-Reihe. Und zwar sowohl bei Fate Stay Night, als auch bei Fate Zero, als auch bei Fate Grand Order nervt es mich, dass verschiedene Genres zusammengewürfelt werden. Dadurch, dass diese historischen Figuren aus verschiedenen Epochen kommen, haben die auch manchmal so verschiedene Technologien. Und wenn das in der Jetztzeit spielt, dann kommen manchmal Mittelalter, futuristische Sachen, Steampunk, Antike zusammen und dann werden verschiedene Genres durcheinander geworfen. Und das fand ich immer ein bisschen anstrengend bei der Fate-Reihe. Dadurch, dass wir hier wirklich sehr viel mit historischen japanischen Figuren spielen, nicht nur, das kommen auch vielleicht ein paar Rittercharaktere vor, aber dadurch, dass es alles eher so die Edo-Periode ist und viele Samurai-Figuren darin stattfinden, ist das schon ein bisschen einheitlicher. Und ich persönlich finde das extrem angenehm. Ich habe genau deswegen auch das Spiel überhaupt erst auf dem Schirm gehabt. Ansonsten würde mich Fate nicht mehr so sehr interessieren wie früher. Aber ich bin echt froh, dass ich das nochmal aufgegriffen habe. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie 20 Mal in meinen Notizen geschrieben, dass mir die Kämpfe extrem viel Spaß machen, weil ich das Kampfsystem wirklich sehr dynamisch fand und nicht zu viel Warriors Style da drin war. Also schon auch ein bisschen, aber nicht nur. Und das fand ich irgendwie, es war eine coole Mischung. Am Ende vom Video mache ich noch einen Kampf rein, dann könnt ihr euch das einfach selber angucken. Wie gesagt, ich habe es mir wirklich sehr oft hier aufgeschrieben. Ich fand es einfach sehr schön. Was mir hingegen nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass es schon sehr viel gesprochen wurde. Also ich hatte das Gefühl, am Anfang in der ersten Stunde war es noch ganz gut ausgeglichen. Vor allem, weil man ja erst eingeführt wird. Aber so, je länger ich gespielt habe, desto mehr habe ich gemerkt, oh, der Rhythmus, der ist leider ein bisschen blöd. Weil so ab Stunde 3 hat sich das so eingependelt, dass man eine Aufgabe macht, also eine Quest bekommt, einen Kampf macht, gelabert wird. Dann wird ganz kurz was entweder erkundet oder wieder ein Kampf kommt und dann wird wieder gelabert. Also es war schon sehr viel Gelaber und auch teilweise einfach sehr unnötig. Also irgendwann habe ich mich da auch nur noch durchgeklickt, weil die ganze Zeit so zwei Sätze gesprochen haben, damit dazwischen einfach eine Pause stattfindet und man nicht die ganze Zeit durchkämpft. Und das habe ich als etwas unnötig empfunden an vielen Stellen. Ich hoffe, das wird aber auch noch besser, weil diese Dynamik kam, wie gesagt, zwischen Stunde 3 und 5 auf und die hat sich ja auch verändert und ich hoffe, das wird dann ab Stunde 5 oder ein bisschen später vielleicht einfach noch ein bisschen besser, weil mehr Story dazu kommt. Wie gesagt, es war ja nur eine Vorschau. Aber da ich schon bei Eindrücken bin, Fazit. Zu den Eindrücken kann ich auch noch sagen, dass ich es insgesamt sehr schön bunt und abwechslungsreich fand und mich hat es sehr an Tales of Arise, also dem neuen Spiel der Bandai Namco, Tales of Arise, den ich hier auf diesem Channel ja auch schon getestet habe, erinnert und
Das meine ich in einem sehr positiven Sinne. Ich mochte diesen gezeichneten Artstyle sehr gerne. Das war so ein bisschen wie ein Gemälde. Aber bei Tales of Arise hat mich das manchmal gestört, muss ich ehrlich sagen. Hier bei Fate Samurai, ich wollte Fate Stay sagen, Fate Samurai Remnant, fand ich das sehr richtig. Also es hat sich eher so nach Manga angefühlt oder nach so einem alten Ukiyo-e-Gemälde, aber nicht ganz so sehr gebrochen stilistisch, sondern es war wirklich schön. Ich fand auch die Avatare, die dann gesprochen haben, sehr gut gezeichnet und animiert. Und wie gesagt, der ganze Look hat sich für mich einfach sehr, sehr gut angefühlt. Was ich auch sehr süß fand, war Saber selbst. Ich mag Saber nicht, die OG Saber, die blonde Saber. Das war nie ein Charakter, mit dem ich mich identifizieren konnte oder den ich irgendwie besonders cool fand. Ich fand aber sehr viele andere Charaktere aus der Fate-Reihe sehr cool, zum Beispiel Archer oder Caster. Hier mag ich Saber gerne. Ich mag die Porträtierung von Saber sehr. Ich finde es auch total spannend, wie Saber sich verhält. Zum Beispiel hat sie so einen süßen Trope, dass sie Essen sehr mag oder dass man merkt, dass sie aus einer früheren Epoche kommt, noch früher als die Edo-Zeit, und dass Saber gar nicht so weiß, wie weit die Welt jetzt schon fortgeschritten ist und manchmal nicht so ganz versteht, wie die Städte funktionieren oder wie Wirtschaft funktioniert in dieser Welt. Und das ist irgendwie cool, weil man mit ihr zusammen diese historische Epoche sozusagen erlebt. Was bei Fate, bei der Fate-Reihe auch immer ist, ist so ein bisschen so ein edgy Emo-Feeling, finde ich. Also es hat schon sehr viele düstere Themen, weil es ja um dieses brutale Spiel mit dem Tod geht und weil man ja auch einen Wunsch frei hat, kommt es irgendwann zu Gesprächen, warum bestimmte Charaktere diesen Wunsch haben und was für, naja, was für Dinge ihnen widerfahren sind. Und da sind ja auch ganz, ganz oft sehr schwierige Themen mit drin verarbeitet. Das, finde ich, macht aber Type Moon immer ziemlich gut. Und ich bin schon gespannt, wie das hier wird, weil hier wurde auch schon ein bisschen was in die Richtung angerissen, aber noch nichts klarer erklärt. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie das ist. Aber dieses Feeling von so ein bisschen Edginess und ein bisschen Emo ist schon da. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt aber auch ganz viele farbenfrohe Elemente im Design, die sehr im Kontrast dazu stehen. Und sowas finde ich auch cool. Also es sind schon sehr bewusste Choices. Das Gegnerdesign war auch eine Sache, die ich sehr mochte. Ich sage gerade sehr viele positive Sachen und mir fällt auch gerade auf, dass ich echt Bock habe, weiterzuspielen. Ich mag das Gegnerdesign nämlich wirklich. Das war sehr abwechslungsreich. Ich habe in diesen 5 Stunden sehr viele verschiedene Arten von Gegnern und Arten von Kämpfen geführt. Ich freue mich schon zu sehen, wie viel mehr da noch kommt, weil ich das nicht so erwartet habe. Also ich habe wirklich erwartet, dass immer wieder der gleiche Typ kommt, nur mit Farbwechsel oder vielleicht die gleichen Gegnerwellen, aber dann statt Ninjas irgendwelche Milizen. Also es waren aber nicht nur menschliche Gegner, sondern waren auch Geistercharaktere, andere Oni, also Teufel aus dieser japanischen Mythologie eben. Und es waren so sehr viele verschiedene Gegnerdesigns, auch diese Mischung, habe ich ja gerade schon erwähnt, zwischen Musou und nicht ganz Musou. Fand ich auch ganz cool. Also insgesamt war das irgendwie ein ganz cooles Konstrukt. Ja, ich glaube, dabei belasse ich es. Und meine Eindrücke in Textform könnt ihr ja eh unten verlinkt in dem Artikel zu diesem Video lesen. Ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen, dass ich echt Bock habe auf das Spiel. Ich hatte das schon auf dem Schirm, seit es angekündigt wurde. Aber ich habe es jetzt nach dem Spiel noch mehr auf dem Schirm. Und ich bin ganz froh, weil im Moment lese ich im Internet, es ist ein verrücktes Jahr, es sind super viele japanische Spiele gerade draußen. Ich bin echt froh, dass ich mir das angeschaut habe, weil es trotz dieser ganzen vielen guten Spiele, die es aktuell gibt, immer noch ganz weit oben in meiner Liste aktuell ist. Und ich freue mich schon sehr auf Ende September, um das mal selbst anzuspielen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Saber, Shiboto no jikan da. Korosu na yo. Ja, so da na. しました。逃がせ。セイヤーズ。
Saber! Yukuzo! Yeta! Yometa! Ajiwau to ii! Yoda! Aoiro wa warui zu ga shinori. Shikkari teyate shite oke.